Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 1.10.2024 und damit den Beginn des starken Quartals, des statistisch starken Quartals. So heißt es, so besagt es die Börsenregel. Wir verlassen somit die statistisch am schwächsten besiedelten Börsenmonate September und August haben wir jetzt hinter uns liegen, doch wir sehen das nicht so richtig. Und jetzt wird es interessant, denn unser DAX hat zum Montag, zum Quartalsabschluss, zum Septemberabschluss jetzt ein bisschen wirre Signale geliefert. Ja, da darf man sich wirklich fragen, Alter, was hast du vor, Junge? Ja, was soll das hier werden? Von der Idee her hätte ich ja tatsächlich eher drauf getippt, dass die uns den jetzt hier noch Montag, Dienstag, insbesondere eben zum Oktoberauftakt nach oben stellen. Warum nach oben stellen? Weil starkes Quartal jetzt kommt, schwache Quartal vorbei, schwache Quartal, schwacher Auftakt, starker Quartal, starkes Quartal, starker Auftakt, so mein Gedankengang. Ja, wenn wir zurück entsinnen, Juli, August, September, Auftakt, die sind alle ins Wasser gefallen. Das ist der Septemberauftakt gewesen hier, die ersten Handelstage im September. Das sind die ersten Handelstage im August gewesen und auch der Juli-Auftakt war ja auch ein bisschen schwächer reingekommen, auch wenn es alles wieder nach oben gezogen wurde. Ja, aber der Auftakt selbst, die ersten Handelstage, die waren alle schwach gewesen. Und jetzt kommt das starke Quartal, jetzt kommt Oktober, November, Dezember. Ja, die klassischen, ich sag mal, Jahresendrallye-Monate, wo ich schon gedacht hätte, dass er sich Montag rausstellt. Wenn wir jetzt uns aber ins Detail nochmal reingucken von der Analyse, hatten wir gestern, also A, wir haben jetzt erstmal eine rote Tageskerze drin, aber B, wir hatten gestern verschiedene Sachen besprochen, die hier der DAX, habe ich jetzt was verstellt? Nee, die wir hier in die hier unser DAX erfüllen muss für eine positive Route und für eine negative Route. Ja, und wir können das so zusammenfassen, dass wir gesagt hatten, er müsse über 4,20, aber bitte nicht nur kurz nach dem Xetra-Start und dann wieder umkippen und neue Tagestiefs liefern. Erinnert euch? Und das hat er aber getan. Er hat die 4,20 eben nur wirklich zum Xetra-Start kurz für 10 Minuten überrissen. Hoch drüber gesetzt, ist wieder umgekippt und hat sich jetzt ein neues Tagestief gegönnt. Das ist im Grunde genommen die Einleitung gewesen, um tiefere Ziele zu aktivieren, wie zum Beispiel hier das Aufsetzen auf die 300. Der war er so knapp dran, nicht ganz, aber knapp dran. Das heißt, er hat das erste Bewegungsziel auch angelaufen. Also er ist drauf zugelaufen. Dass er 5 Punkte gefehlt haben, soll jetzt mal erstmal nebensächlich sein. Aber er hat oben das Signal gesetzt und das Bewegungsziel auch angelaufen. Hat Intraday, das können wir jetzt aus der Analyse so nicht kennen, hat man nur im Premium, hat man auch gesagt, wenn er sich jetzt von unten nochmal an der 400 abstößt, dass er dann eben Richtung 300 weiter runter segeln kann. Auch das hat er gesetzt. Das heißt, er hat wirklich von möglichen bärischen Signalen, die man setzen kann, alles gesetzt, was er setzen kann. Und gerade die Tatsache auch, dass wir jetzt hier dieses typische Eröffnungsfenster haben im DAX mit diesem schwachen, oder was heißt schwachen Start, ja, mit diesem Hochstarten, da kurz nach Xetra und dann die Tagestiefs hier runtersetzen und am Abend nichts mehr in die Reihe kriegen, das ist tatsächlich eher typischerweise im DAX zu sehen, wenn es danach weiter runtergeht. Und jetzt kommt die Kontroverse, warum ich auch dieses Bild gewählt habe, weil das sieht man hier jetzt nicht. Ja, wenn man dieses Bild sieht, ist es glasklar, Aufwärtstrend, Flagge, der macht jetzt hier weiter nach oben. Aber diese kleinen Indikatoren, die uns der DAX jetzt hier über den Montag gesetzt hat, die zeigen eigentlich nach unten. Und die Tageskerze auch rot. So, da ist jetzt wirklich die Frage, was macht man jetzt? Ja, weil auch das Hoch, er hat sich jetzt hier zum Arm, ich habe dummerweise hier, ich glaube, 21:40 nochmal ein Update rumgeschickt. Das hat ihn nochmal ein bisschen gekitzelt, das hat ihn nochmal ein bisschen aktiviert, weil ich geschrieben habe, er müsste über 3,70 drüber kommen, um da wieder ein bisschen was nach oben anzutriggern und schwupp fing er plötzlich an loszulaufen. Jetzt hat er die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass ich nochmal was rumschicke. Er hat an sich die Bewegung nach unten ausgelaufen, es sieht aus wie eine Flagge, er ist bereits aufgedreht. Das kann bedeuten, dass wir zum Dienstag direkt nach oben durchschieben können. Schiebt er uns nach oben durch? Sind seine Ziele als nächstes die 480 wieder? Das ist adäquat zu gestern. Das gleiche können wir eins zu eins nochmal aufspulen. Und dann hier oben der Bereich ab 600, bis ich sag mal, so ein bisschen Überschuss darf man schon einplanen, bis 630, ja. Das wäre die obere interessante Zone. Bis dann da oben weitergeht bis 37, 67,
und dann unser 8,95, den wir da oben haben. Aber ich würde ja schon, gestern haben wir es ja schon so ein bisschen gesagt, dass wir eher damit rechnen, dass er hier oben ein bisschen zu tun hat und das aber auch noch reicht. Das wäre jetzt natürlich zum Dienstag, zum Oktoberauftakt definitiv machbar. Das Komische ist bloß, dass er das halt so, die Konstellation eher noch. Also, es ist so zwischen, also vom Bewegungsbild sieht es für mich bullig aus. Ja, auch dieses Hochdrehen bis am Abend, das haben wir jetzt die ganzen Montage gesehen, aber man muss eben auch sagen, wir haben die ganzen Montage eigentlich das gleiche Bild gesehen, aber er hat dann immer noch ein neues Tageshoch am Abend geschafft. Hier nicht. Also, das ist schon ein bisschen, er lässt sich schon ein ungewohnt sichtbares Fenster auf der Unterseite offen. Das hatten wir die ganzen letzten Montage so nicht. Das muss man hier klar betonen. Das heißt, ich würde persönlich am Montag oder am Dienstag schon, jetzt so vorgehen, dass ich hier einfach jetzt am Tagestief hier ein bisschen sensibler bin. Das sind ein paar Punkte, die man da vielleicht ein bisschen stehen lassen muss, ja, um dem vielleicht ein bisschen auch mal erstmal eine Entscheidung bringen zu lassen. Aber was will ich jetzt am Dienstag nicht sehen? Ich will nicht sehen, dass der einen Aufwärtsgap macht. Das darf auch ein kleines sein, 4,20, Aufwärtsgap, 4,20. Und er verkauft es direkt ab. Und wenn er es direkt abverkauft und auch nicht am Gap Close nach oben wieder auftritt, würde ich denken, er rennt, läuft hier direkt wieder drunter, unter die 300. Ja, dass das Aufwärtsgap einfach bloß so zum Täuschen ist, auch diese Abendbewegung nur zum Täuschen war. Noch ein Aufwärtsgap dahinter, um die Leute einfach ein bisschen in dieses, ey, es wird ein positiver Auftakt und der läuft jetzt bis 600, gehen alle long früh und zack, rennt er aber nach unten, macht das Gap zu und fällt hier unten ins Tief. Und sowas wäre für mich in jedem Fall negativ zu werten, weil es diesen kleinen negativen Touch, den er am Montag gesetzt hat, dann ja bestätigen würde. Und wenn er dann zum Dienstag hier die neuen Tiefs setzt, könnte ich mir vorstellen, dass er die 300 sogar durchschießt. Er hatte zweimal kurz vorher geparkt. Warum packt er zweimal kurz vorher, statt sie einfach sauber abzunehmen? Das ist noch eine gute Supportmarke. Das macht man eigentlich als Markt, oder das macht der Markt eigentlich nur, wenn er sich den Markt so ein bisschen wie anweicht, damit er dann beim nächsten Mal sauber durchstechen kann. Also würde ich erwarten, wenn als negatives Szenario. Er kommt vielleicht ein bisschen stärker rein. Macht direkt das Gap zu, reagiert nicht an der Gap-Kante, läuft runter auf neue Tiefs und geht dann drunter. Und geht dann vielleicht sogar schon mal in den Bereich bis, na gut, 2,40 bis eher vielleicht sogar 2,20. Ja, und setzt dann von unten wieder an und dann muss von unten ganz klar die 300 verteidigt werden. Wird die verteidigt und er dreht dann wieder ab, dann sind wir schon in einer Umkehr drin, die dann als Ziel 1950 bis Gap Close hier unten hätte. Ja, also das war schon unser erstes Signal, was wir eigentlich gesetzt haben. Ja, gestern. Wir haben überlegt, positives Szenario, negatives Szenario. Wir beschäftigen uns aber auf beiden Seiten, um eben dann, wenn es denn doch mal anders kommt wie erwartet, auch zu erkennen, dass es gerade hier was anderes passiert, wie das, was man eigentlich haben wollte. Und man sich eben auch drehen kann und auf eine andere Sache einstellen kann. Das wurde jetzt hier gesetzt. Bestätigen würde er das jetzt, wenn er, wie gesagt, hier jetzt einmal wieder komplett nach unten zieht und sich unter der 300 etabliert. Gelingt ihm das? Hat er Platz bis 1950 oder sogar ein Gap Close sich unten auszutoben? Tut er das nicht, lässt das Gap offen oder dreht von dem Gap Close wieder krass nach oben auf ein neues Tageshoch, Abbruch, dann aufwärts, dann long, dann ist es wirklich bloß eine Flagge gewesen und er hat Montag einfach verpennt, hier noch das neue Tageshoch nachzuziehen. Dann läuft er uns auf die 480 und oberhalb von 480. Das kann man vielleicht auch so allgemein formulieren. Der oberhalb von 480 hat er ohnehin eine sehr wahrscheinliche Tendenz Richtung 600. Ja, also auch, wenn man vielleicht sagt, naja, gut, Martin, das ist mir jetzt hier alles nichts, du sagst jetzt oben, unten, das ist mir zu fummelig, so viel Zeit habe ich nicht drauf zu gucken, dann lasst die Stelle hier vielleicht sein, konzentriert euch auf eine 300, konzentriert euch oben auf eine, ich sag mal, 460, 480, alles darüber ist für mich eher aufwärts gerichtet, alles darunter ist für mich abwärts gerichtet. Ja, das ist hier jetzt noch so ein bisschen tricky, man kann es handeln, ja, innerhalb der Bewegungen, wenn man ein bisschen auf die Struktur achtet, aber, es ist auffällig, deswegen möchte ich das erwähnen. Es ist, das haben wir die ganzen letzten Tage so nie gehabt, ja, dass wir sagen mussten, oh, jetzt hier, das sieht aber eigentlich nach einer Umkehr aus, aber das haben wir die ganze Zeit nicht gehabt. Ich saß jeden Tag da und habe gesagt, aber denk dran, Trendrichtung, denk dran, außer hier unten, ja, wo wir mit dem Abwärtsgap reinkommen. Aber selbst da haben wir gesagt, selbst, erinnert euch, selbst da haben wir gesagt, dass er hier unten reinkam, diesen komischen Tag hier unten gemacht hat, selbst da haben wir gesagt, nee, alles fein, der kann überhalb von 29 direkt nach oben weiterfeuern und weiter. Erinnert euch, selbst da haben wir das nicht gesagt. Und hier ist jetzt wirklich der allererste Tag, wo ich sage, oh, oha, oha, Vorsicht, wir kriegen einen ersten leichten Touch
nach unten. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie er das entwickelt. Wie gesagt, oberhalb von 480 fühlt mich für das ausgeschlossen. Sollte er von oben dieses Gap zumachen, nach oben wieder auftreten, neues Tageshoch ist auch für mich bullig, dann geht er ins positive Szenario rein, nimmt diesen Unsicherheitsfaktor raus, der hier vielleicht entstanden ist, und kann sein Potenzial bis 600 und höher freischalten. Ja, ganz klar, ganz eindeutig, um das so zu formulieren. Aber wie gesagt, wenn jetzt hier ein Aufwärtsgap kommt, lasst euch vielleicht nicht vors Boxhorn spannen, wenn der dann hier durch ein Gap plus nach unten durchfällt. Dann muss ein Bewusstsein, dass das auf ein Durchlaufen der 300 wahrscheinlich hinausführt und wir dann gut und gerne schon in eine 250 bis 220 einlaufen können. Und wenn er dann die 300 noch von unten verteidigt kriegt, macht er sich sein Fenster auf Richtung 1950 Mitte der Woche dann anzulaufen. Ja, dann fällt halt der Oktoberauftakt auch ins Wasser. Ich würde es fast eher vermuten, dass es ja nach oben raussetzt, aber passt hier gerade nicht. Das muss man schon sagen. Auch die rote Tageskerze. Hier ist eine rote Tageskerze. Ja, so sehr ich euch nach grünen Tageskerzen immer wieder nach oben anfeuere, aber was ich auch immer wieder betone ist, es ist wichtig, dass wir mit dem Markt handeln, aber eben nicht nur auf der Long-Seite, sondern eben auch, wenn er anfängt zu drehen, dass wir uns auf der Unterseite eben öffnen und dann eben nicht nach den ersten 50 Punkten runter plötzlich alle Long drinne sitzen und uns dann wundern, dass unser Long nicht mehr in den Gewinn läuft und dann jede rote Kerze versuchen, das wieder zu retten. Nee, 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 nee. Ja, wenn er eintritt, wir gehen auch gerne mit Short. Ja, müssen die Signale auch achten, wenn sie kommen. Hier ist ein erstes. Jetzt geht es darum, wird es bestätigt, wird es nicht bestätigt. Aber ich würde mich dann schon eher, wenn er hier ein bisschen komisch wird, dann auch unter 300, wäre für mich das Fenster geöffnet, hier den ersten Satz mal zu setzen. Gucken wir mal, was er draus macht. Ja, also spannender Tag, definitiv. Ein sehr interessanter Tag. Ja, auch im Nasdaq, wenn ich mir das angucke, wie der sich kurz vorm Schluss da am Abend dann extra nochmal unten angestochen, alle ein bisschen, also es wirkt mir irgendwie ein bisschen wie, als kommt hier am Dienstag ein ordentliches Paket auf uns zu. Ich glaube, da kommt ordentlich, weil die alle Indizes auch irgendwie so ein bisschen tricky aussahen, ja, ein bisschen da gestänkert, dort gestänkert. Das war ein bisschen, ja, das stimmt mich ein bisschen vorsichtig für den Dienstag. Okay, also das dazu, ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Wie gesagt, wenn einer vielleicht jetzt hier nicht unbedingt raushört, was er machen soll, dann nimmt vielleicht die Spanne raus, sagt, okay, mach erstmal, zeig erstmal, was du wirklich machen willst, weil dadurch entsteht ja dieses, was könnte, wie und was. Ne? Einfach weil er in einer vielleicht sogar einer kleinen Umkehr jetzt schon drinsteckt. Und dann versucht es euch einfacher zu machen und den dann einfach erstmal ein bisschen in die Bringschuld kommen zu lassen. Ja? Gut, das soll es dazu sein. Viel Erfolg, gutes Gelingen, bis morgen. Tschüss.